Ich möchte zunächst der Bundesministerin für Verteidigung sehr herzlich gratulieren. Sie hat ja in schwierigen Zeiten das Amt übernommen, und das ist ja auch von mancher kritischen Nachfrage begleitet gewesen, die sicherlich im damaligen Kontext auch gerechtfertigt gewesen ist. Aber wir haben erlebt, eine Ministerin, die sich dieser Aufgabe voll und ganz angenommen hat, die bei den Soldatinnen und Soldaten ankommt, die merken, diese Frau ist persönlich engagiert für Soldatinnen und Soldaten, für zivile Beschäftigte und die mutig sicherheitspolitische Diskussionen in Deutschland anstößt. Und deswegen, Frau Ministerin, herzlichen Glückwunsch. Das war ein guter Auftakt in diesem neuen Amt. Das hat der Bundesregierung und das hat den, vor allen Dingen der Bundeswehr unseres Landes sehr gut getan. Wir diskutieren heute über die Finanzen. Und die Finanzen und die Finanzausstattung der Bundeswehr richtet sich natürlich nach den Anforderungen, denen sich die Bundeswehr zur Verteidigung unseres Landes gegenüber sieht, und nicht über irgendwelche abstrakten Zahlen oder nur auch über Zusagen, so wichtig sie auch sind, die wir im internationalen Rahmen gemacht haben. Und da gibt es ganz neue Herausforderungen, Herr Lukassen. Und in einer heutigen Zeit ist natürlich die Frage des Frontstaates nicht mehr so wie in den 80er Jahren sozusagen so zu beantworten. Im Cyberraum kann man sich mal die Frage stellen, wer denn eigentlich Frontstaat ist oder rückwärtiger Raum. Diese klassischen Fragestellungen gibt es nur noch eingeschränkt oder bilden nur noch einen Teil der sicherheitspolitischen Herausforderung ab. Die Vereinigten Staaten von Amerika richten ein neues Kommando für den Weltraum ein. Auch da kommen wir mit Frontstaat, rückwärtiger Raum, mit diesen Bildern nicht mehr weiter. Es gibt ganz neue Herausforderungen. Und darauf hat die Bundeswehr reagiert, hat die Bundesregierung in ihrer Gesamtheit mit dem Weißbuch reagiert, natürlich auch auf das feindliche Verhalten Russlands mit der Annexion der Krim und der andauernden im Übrigen Intervention in der Ostukraine. Daraus ist die Konzeption der Bundeswehr entwickelt worden und daraus ist das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr entwickelt worden. Und meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich erwarte von, und das muss ich hier wirklich kritisieren, ich erwarte auch von allen Kollegen, auch der Opposition, die hier über Finanzmittel streiten und die behaupten, es wäre zu viel Geld oder sie würden, wie die Grünen jetzt, den Verteidigungsetat nicht mittragen. Schauen Sie sich das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr an. Wenn wir ein Brigadeäquivalent bis 2023 und einen gemischten Einsatzverband Luft, nur um zwei wichtige Beispiele, wenn wir die Digitalisierung schaffen wollen, dann brauchen wir dringend diese Stärkung der Mittel im Verteidigungsetat. Darauf ist die Bundeswehr dringend angewiesen. Und das sind nicht irgendwelche Luftbuchungen, sondern das sind konkrete Ausplanungen. Und das muss ich auch dazu sagen, Herr Kollege Lindner, man kann nicht auf der einen Seite sagen, da bliebe ja Geld liegen, das könne nicht richtig ausgegeben werden, und auf der anderen Seite dann wieder Beschaffungsvorhaben nicht transparent ausgestalten worden oder so, wie die Kollegin Keul hier zu sagen, es seien alles überflüssige Beraterverträge. So platt kann man das Thema nicht erledigen. Natürlich müssen wir Beraterverträge hinterfragen, aber es gibt viele wichtige, notwendige Beratungen, die die Bundeswehr in Anspruch nimmt, die sie gerade braucht, um auf Augenhöhe mit der Industrie Verträge zu verhandeln, Beschaffungsvorhaben durchzuführen. Da gibt es auch viele ganz, ganz notwendige Beraterverträge. Und was wirklich nicht geht, ist auf der einen Seite von uns zu verlangen, dass es ein rechtsstaatliches, kompliziertes Beschaffungsverfahren gibt. Wenn da irgendwas schief geht, gibt es gleich einen Untersuchungsausschuss. Und auf der anderen Seite zu beklagen, dass Geld lieb bleibt. Diese Rechnung geht nicht auf und das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Und das Zweite ist, wenn es hier um die Einsatzbereitschaft geht und beklagte, dass die Einsatzbereitschaft nicht hinreichend hoch ist, dann muss man eben in der Tat dazu sagen, auch dazu braucht die Bundeswehr mehr Geld. Und die Art und Weise, wie hier über die Probleme mit dem Helikopter gesprochen worden ist, muss ich sagen, gefällt mir auch nicht ganz. Die Ministerin hat erläutert, aus welchen Gründen die Maschinen jetzt unten bleiben müssen. Und das ist sicherlich schlecht und das ist sicherlich bedauerlich. Aber das liegt zuletzt an den Soldatinnen und Soldaten, für die wir hier Verantwortung tragen. Man muss dann auch mal der deutschen Industrie sagen, dass wir erwarten, dass entsprechende Qualitätsarbeit abgeliefert wird. Die werden gut bezahlt. Und da liegt die Verantwortung im Bereich der Industrie. Und das muss hier dann in diesem Zusammenhang auch klar angesprochen werden und nicht den Soldaten sozusagen in die Schuld in die Schuhe geschoben werden. Also, worum geht es? Es geht hier nicht um Zahlenkolonnen. Es geht nicht um abstrakte Prozentzahlen. Es geht
bei dem Verteidigungsetat, um den Kern staatlicher Existenz, um den Kern staatlichen Handelns, um Verteidigung im ganz klassischen Sinne. Und das ist notwendig, und dass wir das mehr unterstreichen und dass wir den Menschen, die sich dafür einsetzen, auch die entsprechende Anerkennung gewähren, das finde ich richtig und das ist notwendig und das tut Deutschland gut. Ich freue mich über jede Soldatin und jeden Soldaten, den ich zukünftig in Uniform in der Deutschen Bahn sehe. Und ich finde, sie haben es verdient, dass sie dort kostenlos waren. Das ist einfach eine Anerkennung. Und das sollte man nicht bekritteln. Ich freue mich auch über das feierliche Gelöbnis. Das kann man noch offener machen. Aber es war ja auch nicht nur eins hier vom Reichstag. Es hat ja auch in ganz Deutschland viele gegeben. Und wenn möglichst viele Abgeordnete dahin kämen, sage ich auch ganz offen, da schauen wir auch mal uns gerne um. Die Unionsfraktion war sehr breit vertreten, aber alle anderen Fraktionen können da noch nachlegen. Man kann nicht nur hier verlangen Parlamentsarmee, man muss dann auch draußen bei den Soldatinnen und Soldaten sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch da wird abgerechnet. Und abschließend ein Wort zu der schwierigen Einsatzdebatte. Die Ministerin hat mitnichten irgendwie gesagt, es müssten wahnsinnig viele Einsätze sein. Aber das ist endlich auch wieder in der Bundesregierung eine Ministerin, die sich zu unserer Verantwortung bekennt. Und wir haben eine schlimme Flüchtlingskrise erlebt, die sich aus Syrien in unsere Richtung, insbesondere nach Deutschland, hin ergossen hat. Und ich glaube, keiner möchte hier eine zweite. Und das humanitäre Leid ist wirklich schlimm dort vor Ort. Und deswegen finde ich es einfach unterdurchschnittlich, wenn hier über Abstimmungsfragen diskutiert wird, wenn hier die Bundesministerin der Verteidigung einen Vorschlag dafür macht, wie wir, anstatt dass es russisch-türkische Kontrolle in diesem Gebiet gibt, eine unter der Aufsicht der Vereinten Nationen organisierte Aufsicht unter Beteiligung auch deutscher Soldatinnen und Soldaten gibt, dann ist das erstens mehr Sicherheit für uns und zweitens für die Menschen vor Ort auch mehr Humanität. Und deswegen sollten wir uns hinter solche Vorschläge stellen und sie nicht kleinkariert kritisieren.